einen wunderschönen Tag und ich heiße euch erneut willkommen im Nexus von Demon's Souls auf der PS5. Hier ist euer SpookyVF und wir machen weiter, nachdem wir in der letzten Folge die Panzerspinne besiegt haben. Haben wir jetzt auch ihre Seele, können wir davon einen neuen Zauber kaufen? Oh, ich muss erstmal wieder die Steuerung raufkriegen. Ich habe die ganze Zeit Gott vorher gespielt, da ist das ein bisschen anders. Ja, da interagiert man zum Beispiel mit Kreis anstatt mit X. Ihr habt mir noch weitere Dämonen, sie danke. Lasst mich euch, bin der Essenz, das Potenzial der Mensch. Mal gucken. So, wir könnten jetzt mit der harten Dämonensegel den Feuerhagel lernen. Ja, okay. Vielleicht sollten wir das mal machen. Oder, ja doch, komm. Den lernen wir einfach mal. Und ein Vorhang aus Wasser erhöht die Feuerresistenz. Das ist auch nicht schlecht. Könnten wir für einen der nächsten Bosse gebrauchen. Da kaufen wir uns die zwei Zauber doch. So, alles klar. Das hätten wir mal safe. Achso, ich muss mal gucken, wie viele Zauberslots haben wir denn frei. Ich kann mich. Oh, danke euch. Wie versprochen. Zauber merken. Wir haben alle belegt. Und zwar mit Flammenstoß, Seelenpfeil und Seelenstrahl. Alles klar. Gut. Dann müssen wir so weitermachen erstmal. Und jetzt möchte ich nämlich gerne mal gucken, ob wir in einem Gebiet schon ein bisschen haushalten können. Weil es da nämlich auch wieder gute Items abzugraben gibt. Und zwar im vierten Gebiet. Wir haben zwar noch nicht mal 2 und 3 fertig. Aber wir gehen jetzt einfach mal ins vierte Gebiet. Und zwar zum Rand der Insel. Mal gucken, wie weit wir da kommen. Und was wir da so hinkriegen. So, hier haben wir den Seelenpfeil. Ja, dann sollten wir vielleicht erstmal den Seelenpfeil verwenden und gucken, ob wir diese Gegner hier schaffen können. Ah, ich muss wirklich erst die Steuerung hier wieder aufkriegen. Ach so, nicht, ey. Alter Verwalter. Ja, okay. Das war mal ein Griff in die Glosschüssel. Also ich muss gucken, dass ich doch mit Schild blocke. So wird's nichts. Vor allem nicht, wenn man die Steuerung nicht drauf hat. Ja. Wo sind meine Seelen? Hier. Okay. Fühlt sich doch ein bisschen anders an, wie bei Godfall. Okay. Das ist ja schon manierlich eigentlich. Den Rest machen wir mit dem Dolch. Einwandfrei. Klingensteinscherbe. Ah, ich versuche laufend auf dem linken Stick einklicken zu laufen. Kopfhörer sind laut eingestellt heute. Ja, das geht sogar mit dem Dolch sehr gut. Dann kann man sie komplett wegsteckern. Der Stecker-Decker. Kommen sie rein, können sie rausschauen. So nicht, mein Freund. Warte, ich probiere das jetzt mal so. Jawohl, gut. Bevor der nächste kommt, das haben wir schon mal gut hinbekommen. Ah, geht doch. Nice. Und da kommt der nächste. Aua. Fokus, Fokus, Fokus. Hau jetzt ab, Mann. Es reicht. Sehr gut. So, wenn wir uns jetzt hier ein bisschen durchschnetzeln können, finden wir nämlich ein paar Sachen, die wir wirklich gut gebrauchen können. Und das wäre schon mal sehr, sehr gut. Aha, 5x Halbmondgras kann man sich auch nicht drüber beschweren. Das wollen wir haben. Und dann gucken wir mal, wie es hier oben weitergeht. Jetzt lassen wir erstmal hier alles liegen, denn da oben sind Schützen. Die nicht so geil drauf sind. Das war da looten, quasi. So, da holen wir die erstmal weg. Da kommt, glaube ich, jetzt zuerst mal... Nee, Quatsch. Okay, wir können jetzt einfach mal durchlaufen zunächst. Bis zu dem hier. Come on. Sehr gut.
Ja. Gut, der ist auch hinüber. Ich glaube, hier hinten geradeaus geht es auch noch was zu holen. Wir müssen auch auf da oben die Rochen. Die sind nicht nur so als Zürde hier, die sind auch tatsächlich sehr angriffslustig. Oh! Ich wollte wieder mit Kreis aufheben und bin zurückgesprungen in, ja, in die tödlichen Pfeile. Ja, dann noch einmal. Leute, lol. Aber da bezahlen wir erstmal ein bisschen Lehrgeld wegen der Steuerung. Ich habe halt nicht mehr gespielt die ganze Zeit, weil ich wirklich voll auf Gott voll hängen geblieben bin. Und dort ist irgendwie die Steuerung halt auch wieder komplett anders. Und das ist gerade, was hier viel passiert, das sind Steuerungsfails. Aber naja, das kriegen wir schon hin. Das wird schon wieder. Komm runter. Ich hoffe, ich kann euch trotzdem damit unterhalten. Und ihr habt Bock auf dieses Projekt. Demon's Souls, das wird auch nicht das einzige bleiben. Ich habe auch noch vor, ein paar andere PS5-Games dann demnächst zu recorden. Und runter. Sehr gut. Wird eben noch ein bisschen Anlauf brauchen, weil ich ja jetzt auch hier nie genug Folgen im Voraus habe. Und ich möchte, dass hier dann auch schon ein bisschen Vorlauf hat, bevor wir irgendwelche andere Projekte anfangen. Ja, dann werden wir das sehen. Wir könnten noch mal die Zauber verwenden, statt nur hier zu schnetzeln. Aber ich würde mal gerne die Zauber noch aufsparen für vielleicht ein paar andere Gegner. Und dass wir jetzt nicht so viel von unserem Zeug verschwenden. Ja, geht doch. Das geht doch. Oh, das war schlecht. Naja, egal. Nicht so schlimm. Passiert ja nichts. Können jetzt noch mal Heilmittel reinziehen. Und dann gehen wir uns den anderen noch mal holen und dann versuchen wir wieder hinten an unsere Seelen zu kommen. Dann haben wir auf jeden Fall schon mal ein paar Seelen durch diese Aktion hier gemacht. So, heiliger Pfeil fünfmal, das ist ja auch mal schön. So, jetzt müssen wir aufpassen. Diese Druckplatte hier ist nämlich sehr heimtückisch, die in der Mitte. Und ihr seht nämlich, da kommen diese drei Pfeile, die haben uns erwischt und die haben uns dann gleichzeitig auch erwischt. Nur weil ich hier Kreis gedrückt habe. Dann bin ich nämlich genau in die Schussbahn reingeflogen von allen. Und zwar von denen hier noch. Der hätte uns ja eh erwischt, aber ich glaube nicht, dass der uns getötet hätte. Weiß ich nicht genau. Lassen wir die Druckplatte doch einfach mal aus, ne, würde ich sagen. Es gibt hier noch ein bisschen mehr zu erkunden. Das ganze Gebiet hier ist wimmelt voller Geheimnisse. Zunächst mal würde ich jetzt gerne, bevor wir hier weitergehen, würde ich gerne, hier unten ist noch irgendwo ein Weg raus. Da gibt es nämlich, glaube ich, auch noch was Schönes zu finden. Aber das ist auch nicht ganz ungefährlich, weil hier oben auch diese Rochen rumfliegen. Und da hinten so ein Ninja Boy. Da holen wir den Seelenstrahl, machen mal das Kries, mal gucken, was das bringt. Bevor er uns überhaupt sieht, jawohl. Ah, bleib da. Sehr gut. Und er gibt ja auch schon ordentlich Seelen direkt. Und was droppt er uns? Klingensteinschärpe zweimal. Und hier haben wir das Halbmondfallschirm. Das ist eigentlich gemacht für den Caster. Und deswegen bin ich auch diesen Weg hier hingegangen. Weil wir das später statt dem Dolch spielen werden. Und ich zeige das jetzt mal kurz. Wo ist es? Halbmondfallschirm hier. Wir können es schon tragen, weil es nur 9 Stärke und 10 Geschicklichkeit erfordert und es skaliert auf A mit Int. Also mit Intelligenz und dadurch machen wir natürlich, je höher unsere Intelligenz wird, umso mehr Riesendamage. Ich glaube nur jetzt momentan wird es noch ein bisschen von der Tragekapazität ein bisschen schwer, da müssen wir auch noch ein bisschen aufskillen. So, dann versuchen wir uns mal hier hindurch zu schnetzeln noch. Das ist kein leichtes Unterfangen. Hier kommen wieder die engen Gänge, aber wir haben ja den Dolch. Der Dolch ist eigentlich sehr nice dafür. Oh,
Scheiße, man darf ihn nur nicht zu früh. Wegpacken, das ist keine gute. Scheiße, ich habe den Dolch gar nicht in der Hand, Mann. Oh Mann, voll die Katastrophe hier. Aber gerade noch die Situation gerettet. Huh, sa, wusa. So, ich möchte gerne das hier unten wegpacken. Das ist nämlich nicht gut, wenn das hier drauf ist. Das mag ich nicht. Okay. Ja. Ah! Hör doch auf! Hier unten ist übrigens eine, Zeit für Schlagen. Das ist eine Hidden Ball. Da gehen wir auch noch gleich rein. Aber zuerst machen wir jetzt ein paar andere Dinge noch. Nämlich hier hochgehen. Ich bin auch über, überlegen, ob wir vielleicht schon bis zum nächsten Boss uns vorkämpfen sollen. Das haben wir. Haben wir eigentlich schon den Ring der magischen. Nee, den haben wir nicht, dass unsere Magie sich auflädt. Nach und nach. Hier geht's hoch zu Snuggly the Crow. Also ein alter Bekannter. Und da können wir zum Beispiel Sachen auch tauschen. Und wir finden noch ein Auge der Führung. Juhu. Da ist Snuggly the Crow an diesem Baum. Da hört er sie schon. Gib mir Funkelglitzer. Jo. Machen wir jetzt erstmal nicht. Wo ist ein Seelenstrahl? Da, den brauchen wir dann auch gleich. Jetzt gehen wir zuerst noch einen ungeliebten Gegner hier wegmachen. So, Composite Langbogen und leichter Pfeil, das ist doch auch schon mal schön. Das können wir nämlich ganz gut gebrauchen für später diese Kreaturen hier. Weil die durchaus sehr nervig sein können. Gucken, ob. Jawohl, wir treffen ihn aber auch so, wenn sie nah genug sind. Und die geben auch gar nicht mal so schlecht Seelen. Haben wir schon mal einen weg davon. Okay. Weiter geht's. Jetzt gehen wir da unten durch die Hidden Ball. Das ist ein bisschen tricky. Und ein bisschen gefährlich hier auch. Und zwar, ich glaube, an dieser Gabelung. Nee, hier nicht. Hier noch nicht da ist es. Können Gegner von zwei Seiten kommen. Ich versuche mal nur einen zu pullen. Hat er mich jetzt gesehen? Nee, aber der andere. Dann komm doch her. Idiot. Ja klar, er trifft mich aber. Das ist natürlich immer gut so. Komm doch dann daher, Mann. Wie soll ich denn das jetzt machen, ne? Auf zu rollen und kommen. Ja, jetzt hat der andere mich gesehen. Ich hoffe nur, der eine kommt nicht durch. Dann haben wir ein leichteres Spiel. Sehr schön. Wo ist er denn jetzt hin? Ach, der ist zurückgelaufen. Ja, ja. Hau da meine ganze Deckung durch. Das war's aber jetzt für dich. Juhu. Nochmal Klingensteinscherbe. Dann haben wir den ersten Part hier eigentlich geschafft. Ich hau mir mal ein Sichelmondgras rein. Also das Gebiet hier ist echt noch ein bisschen heftig. So, dafür haben wir den Schlüssel am Anfang geholt, wo wir das erste Mal gestorben sind, um den hier zu befreien. Das ist nämlich richtig gut. Also der Händler, den kann man gebrauchen. Warum, das zeige ich euch später. Jetzt reden wir erstmal mit ihm. Ihr habt mich gerettet. Ich kann nicht glauben, dass ich auf die Falle reingefallen bin. Ich bin euch wohl was schuldig. Ich bin Blige, ein Grabräuber. Zum Dank kann ich euch ein paar nützliche Dinge geben. Wer könnte in dieser Gegend nicht ein wenig Hilfe gebrauchen? Ja, der verkauft uns natürlich Sachen. Halbmondgras, zunehmender Mondgras zum Beispiel. Frische Gewürze auch, was auch richtig nice ist. Ja. Was verkauft er noch Interessantes? Pfeile. Hier, Pfeile, Holzpfeile. Und ich glaube, wenn man ihn später trifft, dann verkauft er auch noch andere Pfeile. Und ich würde sagen, wir kaufen uns jetzt einfach mal 10 von den Gewürzen. Das reicht erstmal.
Reden mal nochmal mit ihm. Schrein diente einem uralten Stamm für ein grausiges Ritual. Sie sind längst tot. Und jetzt machen sich die Dämonen die Seelen zunutze. Zumindest tötet ihr hier Dinge, die längst tot sind. Wie Skelette und Schattenlauerer. Genau das gefällt mir an diesem Ort. Besser als diese armen, seelenlosen Menschen zu töten, stimmt's? Zufrieden? Nächstes Mal habe ich noch mehr. Auf eine lange und fruchtbare Freundschaft. Oh, das sagt er ja sogar hier, dass er nächstes Mal noch mehr hat. Und das ist auch wahr, das ist nicht so dahergeredet. Da hat er andere Pfeile im Sortiment, wie Feuerpfeile, glaube ich sogar. Also nützlicher Kerl, auch wenn man nicht als Caster spielt, sondern wirklich als Nahkämpfer oder mit Pfeil und Bogen eben. Und dann auch noch ein bisschen was rausholen möchte, dann ist der echt nützlich. So. Jetzt stehen wir hinter dem Asyl-Dämon. Also von dort sind wir quasi gekommen. Und jetzt stehen wir hinten dran. Wir müssen dennoch auf diese Rochen aufpassen. Da haben wir noch das Uchi-Katana. Für jemand, der Geschicklichkeitsbuilds macht. Mit viel Movement und ja. Darüber das Damage macht. So, wo ist denn dieses Drecksvieh? Ich höre es schon. Oh, da hat es geschossen. Alter, Alter. Tschüss, Tschüssikowski. Noch einer weniger. Weil die können uns gefährlich werden hier. Und das wollen wir nicht. Holen wir hier nochmal das Loot. Ja, man merkt schon, dass man hier erzählt. Ah, siehst du, wieder falschen Knopf gedrückt. So, Wolkensteinscherbe. Sehr gut. Ich weiß gar nicht, für was man die braucht. Jetzt gerade aus dem Kopf. Was man damit aufwerten kann, quasi. So. Den Asyl-Dämon, den werden wir uns später holen. Oder Vorhut-Dämon, wie er hier heißt, in diesem Game. Hörst du auf mit der Scheiße? So. Den haben wir mal weniger. Und jetzt gehen wir einfach mal hier hoch. Ich glaube, wir versuchen wirklich bis zum Boss durchzukommen und den nächsten Part freizulegen. Oh, hat der Rotäugige uns gesehen? Ich glaube. Oder war das nochmal... Da ist nämlich auch noch ein Rotäugiger in der Ecke. Deswegen wollte ich jetzt hier hoch, dass der nicht auf uns aufmerksam wird. Erstmal. Also ich versuche euch hier auch schon irgendwie ein bisschen Tipps mitzugeben und so. Ich meine, ich habe das Spiel doch schon ziemlich gesuchtet, als es rauskam. Oder nicht als rauskam, als ich die PlayStation hatte. Was ist denn das hier? Warum leuchtet denn der so? Okay, der war daneben und der war getroffen. Lol, der hat den Kopf... Exorzist oder was hier? Der hat ja den ganzen Oberkörper verdreht. Zeit für Schießen, ja, genau. Da könnte man jetzt auch mit dem Bogen machen. Komm, da geben wir ihm eine gute Bewertung. Ist ja ein guter Tipp. Ja, das kann nämlich nicht so weit schießen. Das ist schon mal schlecht. Boah, das war die Flacke. Ich dachte gerade, ey. Was ist denn das? Was ist denn das? Okay. So, da unten haben wir den Bogenschützen. Jetzt können wir den quasi von hinten überwältigen. Und dafür holen wir jetzt erstmal den... Oh, no, no, no. Schon wieder eine Falle. Ich... kotz gleich ab, Leute. Ich kotz gleich ab. Wir machen das jetzt aber ein bisschen anders. Also ich versuche es zumindest mal anders. Ich versuche jetzt da schnell hinzukommen. Allerdings werden wir die hier aus dem Weg räumen müssen, weil die schneller rollen, als wir laufen können. Aua. Na, da musst du jetzt wieder aufpassen. Aufpassen. Nicht unbedingt die Seelen, die wir uns jetzt erspielt haben, noch verlieren. Eigentlich wollte ich das hier gar nicht so weit durchspielen, aber naja. Ich glaube, es geht und wir versuchen das jetzt einfach mal. Vielleicht schaffen wir es bis zum Boss und den Boss sollten wir eigentlich weghusten können. Ah, ich mache Aufmerksamkeitsfehler, Mann. Ich mache dumme Fehler gerade. Ich hoffe, wir schaffen es bis dorthin mit meinen dummen Fehlern. Das war eben da oben abgekackt sind. Das war auch so blöd, ey. Das hätte müssen nicht sein. Okay.
Komm, roll doch schon mal hierher, Mann. Ah, er will nicht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Ja, klar. Ach, fuck, ey. Ich sag's ja, die sind schnell wie ein Sau. Jetzt haben wir natürlich alle Seelen, die wir bis hierhin erspielt haben, verloren. Heute läuft's irgendwie nicht. Weil ich bin aber auch noch nicht so mit der Steuerung drin. Das ist halt momentan echt ein Problem. Ich hätte sollen vorher noch mal ein bisschen für mich spielen, bevor wir hier aufnehmen. Aber egal, das gehört ja auch dazu. Es ist ein Souls-Game. Wird ja auch mal Zeit, dass man ein bisschen failt, oder? Dann habt ihr auch was zu gucken. Dann seht ihr auch mal, wie hart es eigentlich ist, wenn man nicht ganz so drin ist. Na gut, die Seelen sind jetzt nicht so schlimm. Wir versuchen es noch einmal hier durch. Wenn nicht, machen wir erstmal im anderen Gebiet weiter. Ich spiele aber auch wirklich gerade eine Gülle zusammen. Ja, super. Was mache ich denn, Mann?